Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Hi-Rise. Und was auch Hi-Rise ist hier die Mietereinnahmen. Alter Schwede, schaut euch das mal an. Unser Jaipur Tandoor Küche, unser Inder, geht mega ab. Mega ab. Jetzt kommt abends die Bar, da ist es halt eher gemütlich da auch ein bisschen. 110 Kunden im Verhältnis. 39. Also ich glaube, unser Wolkenkratzer mag... da ist der Inder mega dabei, ne? Der Rest nicht so ganz, aber der Inder ist auf jeden Fall dabei. Gucken wir mal. So. Diese Aufzüge sind zu laut. Kita-Dienstleistungen. Na gut, dann bauen wir Kindertagesstätte nochmal auf. So. Wird gebaut. Gas haben wir auch tatsächlich da. So. Jetzt schauen wir mal, ob es dann den ersten hier besser gefällt. Aber einziehen will halt niemand, ne? Also einziehen mag hier halt echt keiner. Denen ist es alles hier oben zu laut. Macht aber nix. 35. Etage, wir sind dabei. Wir machen jetzt Folgendes. Probier jetzt mal was aus. Ich möchte mal was wissen. Ich möchte mal was wissen und das geht auch nur dann, wenn wir das mal testen können. Also die Luxus-Apartments, die gehen halt echt nicht so. Hast die Nähe befindliche Aufzüge, hast laute Bereiche. Schätzt Kunst. Okay, die mögen also Kunst. Also noch nicht fertig. Ist auch zu groß. Na, machen wir halt so Themenbereiche nochmal. Ne? So Themendinger. Jetzt dauert es natürlich ein bisschen, bis wir das alles aufgebaut haben hier. Ich meine, wir gehen ja auch mega nach oben jetzt gerade, ne? Wo sind sie denn, Mensch? Machen sie Urlaub? Hast übel laute... Okay. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann poolen wir das alles an einer Stelle.
Ich möchte einfach mal rausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel hier nur große Wohnungen reinbaue. Und hier nur Aufzüge habe. Normalerweise ist der Weg dann wieder weit, aber dann haben sie die Aufzüge wirklich nicht auf der Etage. Firmenhauptsitz, okay. Können wir das überhaupt machen? Nee, Loft geht nicht, ne? Ja, ist noch zu viel. Probieren wir es mal. Geht das schon? Nee. Modeläden. Luxusgeschäft. Lagerbereich. Okay, den kriegen wir hin. Dann machen wir hier mal Luxusgeschäfte her. Und hier nochmal ein großes Geschäft. Und kriegen wir dann noch kleine rein? Nee, nicht mehr. So Imbiss-Dinger, aber die riechen dann halt wieder ganz schlimm. So, Lagerbereich steht. Porzellan. Kosmetik. Juwelier. Kunsthandel. Und dann haben wir hier Buchhändler für seltene und antike Sachen. Händler für gute Weine. Delikatessen gibt es hier auch noch zu kaufen. So, und jetzt müssen wir dann gleich kurz Pause machen und müssen erstmal hier alles verdrahten. Da wünschte ich mir noch einen Shortcut, dass du einfach die ganze Etage damit verdrahten kannst. Oder vielleicht geht das ja und ich habe es noch nicht gecheckt. Nee, irgendwie nicht. Können wir gleich Kabel und Wasser auch noch reinlegen. Und ich weiß nicht, ob wir Gas drin haben, aber ich könnte es mir gut durchaus vorstellen. So. Wir könnten es ja jetzt nochmal probieren. Wenn das dann aufgebaut ist, kann es durchaus sein, dass das uns dann tatsächlich noch weiterhilft. Einen zusätzlichen Auftrag ausführen. Mieterjagd. Mach mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das... Modeaccess... Jetzt warte mal. Jetzt bauen wir trotzdem... die großen Wohnungen hier rein. So, jetzt haben die hier aber auch wirklich ein bisschen Abstand. So. Glückwunsch! Noch mehr Bewohner! Yay! So, ich hoffe, meine Jungs schicken sich hier ein bisschen. Die wollen natürlich jetzt auch noch prompt Gas haben.
Also das habe ich einfach nur vercheckt. So. So, jetzt ist Gas natürlich auch gerade ausgegangen. Das war ja klar. Wie auch sonst, hä? Huh? Eieiei. So. Wie schaut's bei Gas aus? Da haben wir nur, tatsächlich nur diese eine Gerätschaft hier oben. Da könnte man natürlich eine zweite einbauen und die reicht natürlich dickest aus. Okay. Und jetzt haben wir Wasserproblem. Aber das ist weniger das Problem. Das wollte ich eh poolen. Passt. Und wieder rauf mit uns. Wir sind immer noch Mieterjagd. Wir mieten gerne. Oh, die mögen das hier oben. Die finden das klasse. Also das funktioniert tatsächlich so. Da wohnt auch schon der Erste. Könnten wir hier natürlich die Dekos wieder machen. Oh, ist ein bisschen edler das Ganze. Schaut gleich viel schicker aus. So, machen wir noch ein paar Kunstwerke hier rein. Das mögen die doch, komm. So. Mit 100 kostet es am Tag. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dieser Bereich ist zu laut. Ja, okay, dann macht er wirklich ein bisschen laut hier. So, weiter geht's mit dem Aufzug. So. Könnt ihr das nämlich gleich mal antasten? Okay, wir sollen noch Großraumbüros. Eieieiei. Fehlt allerdings nur noch eins. Das ist eigentlich eine feine Sache, weil die können wir nämlich hier wunderschön reinbauen. Fangen wir gleich an, oder? Ich würde auch mal so ein Firmen-HQ oder sowas hier reinbauen. Wäre auch mal eine Idee. Ich warte darauf, dass die erste Katastrophe mit dem Gas passiert. Also Mieter sind natürlich echt eine Plage manchmal, ne? Gucken wir mal. Strom noch hin. So. Okay. Club der Führungskräfte. Gourmet-Restaurants. Okay, alles klar.
gibt es hier halt noch zwei Gummi. Einmal ein Chinesen. Und einmal Fisch. So, aber die wollen trotzdem Modegeschäfte. Jetzt gucke ich mal gerade, ob man da auch Modegeschäft noch reinbekommt. Nee, kriegt man nicht. Das heißt, die brauchen tatsächlich... Die wollen tatsächlich ein Modegeschäft haben. Also ein ganz normales eigentlich. Ach so. Haben die Wasser? Ja, nicht ganz. Was? Erweckt deinen Auszug? Nee, wird schon besser, ne? Nicht mehr so schlimm alles. Ich bin gespannt. Das geht jetzt noch weiter, aber erst in der nächsten Folge. Und da müssen wir da mal gucken, wie es wirklich weitergeht, weil wir haben nämlich bestimmt hier unten schon wieder mega viel Bedarf. Ja, hier ist nämlich schon der erste voll, der erste Laden. Der ist auch voll. Hier unten ist noch ein bisschen Platz, aber viel ist es auch nicht mehr. Also ihr seht schon, da ist noch richtig Bedarf. Personal Trainer müssen wir auch gleich wieder... Eieiei. Gleich noch ein Hundedienst. Reinigungsservice ist auch nicht mehr auf Stand. Ach, wir können da unten auch gleich wieder upgraden. Das geht nicht. Okay, jetzt haben wir ein Problem, meine Lieben. Der kommt weg. Ah, ich will das eigentlich in der nächsten Folge tun. So. Wir schauen in der nächsten Folge uns die ganzen Dienstleistungen hier an. Die reichen nämlich bei weitem nicht mehr aus. Und, ihr wisst Bescheid, meine Lieben, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das kann man so natürlich nicht machen. Und hier oben geht es auch megas zur Sache. Bei dem hier nicht so, aber auch schon ein bisschen. Schauen wir mal. Recyclingabfall. Ach, die Abfalleimer. Ah, das muss ich noch machen, weil sonst vergesse ich das spätestens beim nächsten Mal dann. Und da hat er schon die Kurve gekratzt. Aber das kriegen wir schon wieder. Denn der kommt gleich wieder ran. Der kommt gleich wieder ran. So. Was ist das? Ein Chinese Fischrestaurant war das. Okay. Kriegen wir hin, meine Lieben. Nächste Folge. Jetzt Schluss. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Tschüss.